Guten Morgen. Dei wärmle Schafod am Nume Jesu Christi, komm ich nicht hier, nicht danke für diesen neuen Tag. Nicht bete, Herr, dass du das dein Heiligen Geist ansrätst. Halt, dass wir nicht blind sind, geistlich, und wann wir blind sind, dann mag uns so gut, Herr. Lass uns ans Ende, was erzählen, und die Sache korrigieren, was in unserem Leben vollständig ist, im Namen Jesu. Amen. Mir fällt das ab, blind Israel wir. Und wenn wir sehr vorgehört man, dass der Gott vom Alten Testament ein hoher Gott ist. Aber wenn wir die Bibel noch erzählen lernen, dann erzählen wir, dass Gott ein barmherziger Gott wir. Und dass das falsch so hoher wir. Gott raubt das und das falsch herrscht nicht. In selben Schrift Jesaja dort auch. Ihr habt euren Herrn verlassen, voller Verachtung habt ihr den heiligen Gott Israels den Rücken gekehrt. Seid ihr noch nicht genug bestraft? Müsst ihr euch immer wie weiter vom Herrn entfernen? Ihr seid doch schon an Leib und Seele krank. Von Kopf bis Fuß seid ihr voller Beulen. Also Gott sagt der Sinnenprophet, erzählen Sie dort nicht, was das Problem ist. Ich habe ja sehr viel Falle von jener Sinn gedrückt. Erzählen Sie dort nicht, dass das Problem ist, dass die Gott in Regie gezählt haben. Jene Ahren, das versteht, sagt er da wieder. Jene Akash sind verwüstet. Dann sagt er wieder, ein Verschneen hätte nicht der allmächtige Gott eingegriffen. Und einen kleinen Rest von uns gerettet, dann wären wir alle umgekommen, wie damals die Leute von Sodom und Gomorra. Also wir sehen hier, dass Israel so schlimm lebt aus Sodom und Gomorra. Aber Gott, wir sind gnädig, dass er einen Rest vom Volk über ihr Lothar hat. Und trotzdem, da hätte sie noch immer nicht Busse. Nicht froh mich, wir blind sind wie von dort. Sei wie unsere Situation, sei wie bei wie für Gott stehen. Er hat gleich wie, dass das alles okay ist. Auch wenn wir ganz klar weiter, dass wir nicht wirklich so leben, was Gott das soll. Wie viele Menschen, die sich von dort Christen nennen, leben nicht wirklich als Christen. Die haben wirklich Gott in Regie gedreht und bleiben das alles in Ordnung so. Maar de Geest Gottes kan ons de ogen opmaken. Herr, ik bid je dat wie werkelijk erkennen wat met ons zit. Laat ons niet in diesteren stonden. Laat ons erkennen en geef ons de kracht die zaken in Ordnung te brengen, Herr. Wenn ik de Bibel lees, dan zei ik dat de Israeliten ihre Situation, die zagen dat niet. Die zagen niet, wie schlimm het met dit stond. Und ich freue mich, ob ich wirklich erzählen wird, mit uns steht. Herr, ich bete von dir, mag uns auch auf. Halt nicht, dass wir uns was anbellen, was nicht so ist, sondern dass wir die Wahrheit über uns Leben sein und dass wir erzählen können, verändert worden. Das bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.